Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Sacrifice of Val. Wir machen weiter mit der Glacial-Kaskade Witch und jo, wir haben jetzt die Clarity Aura und die Glacial-Kaskade. Und das letzte Mal haben wir die ein bisschen angeschaut, wir werden es jetzt nochmal so ein bisschen benutzen, aber wir benutzen natürlich weiterhin die Frostnova oder Eisnova hier. Ja, das ist die Glacial-Kaskade. Ist schon mächtig, sehr mächtig. Aber die Frostnova ist auch mächtig gegen mehrere Gegner. Da müssen wir ein bisschen ausprobieren, was denn mehr Sinn macht. Jetzt können wir die Clarity Aura anwerfen. Okay, der ging jetzt durch. Komisch. Okay, gegen schnelle Gegner ist Glacial Kaskade auch noch nicht so stark. Da müssen wir das noch ein bisschen umgehen. Aber so können wir schön die Rares rausnehmen. Ein Salat brauchen wir nicht. Oh, ist das schön. So, jetzt können wir dann wieder Damage stacken, dann macht Eisnova auch wieder mehr Damage. Aber einmal Eisnova und dann mit Glacial Kaskade angreifen ist auch eine Option. Ja, sehr gut, das geht sehr gut. Die Gegner slowen und dann kann man besser treffen. Der macht schon richtig Fun. Ich hoffe, er macht noch mehr Fun später. Unsere Ice Witch Beating. Oh schön, Level Up. Dann gehen wir direkt hier hin. So. Um damit wir ein bisschen mehr Damage machen und auch ein bisschen mehr was war das Cast Speed noch? Ah nein, Life und Energy Shade. Genau. Ich habe da vor ein paar Wochen einen Arc Shadow gemacht, aber der hatte mir nicht so viel Spaß gemacht. Da hat mir die Witch von der Amplish Liga mehr gefallen, besser gefallen. Es fehlt ihm natürlich einfach an Damage am Anfang. So, Lightning Arrow müssen wir nicht mitnehmen. Die Games haben von sich aus keinen Wert, wenn man ihn nicht benutzt. Also zum Tauschen natürlich. Aber ich kann mal schauen, der hat keine Quantity. Okay, lassen wir das. Wir finden, also wenn wir eine Lightning Arrow Ranger oder so machen, dann finden wir den natürlich auch per Quest, also müssen wir den nicht unbedingt lagern, damit wir den dann offen haben oder so. So. Also dass wir ihn gleich benutzen können. Aber wir benutzen jetzt sowieso erstmal diese Witch. Die ist sehr gut zum Magic Finden. Ich könnte nebenbei noch eine Summonerin machen, aber das mache ich erst später. Das hat jetzt noch nicht so viel Sinn. Weil ich muss die auch zuerst, also ich muss für sie auch zuerst richtige Items haben. Damit sie schneller ist, dass die da. Weil eine Summonerin, die
die ist einfach langsam. Das ist wahrscheinlich ein Rift, nein, das ist der Weg weiter. Sah so aus, weil es so lang war, als würde da ein Falltor sein. Fallportal. Aber ist es nicht. So, was haben wir hier? Steine. Aha, das ist einfach so. Geht's hier weiter. Oh, sehr mächtig. Was haben wir denn hier? 21 bis 33 Cold Damage. Das erhöht irgendwie... Ah ja, das ist doch wegen der Quantity, stimmt's? Ah, jetzt können wir das eigentlich wieder umtauschen. Weil Glaciale Kaskade macht genug Damage. Ja, wegen Quantity. Genau. So, jetzt kommt einer meiner Lieblingslevels. Da bin ich immer gerne und suche ein paar Items oder so. Weil es hier noch relativ viele Rares gibt. Und das Gebiet auch nicht allzu groß ist. Also eher rund. Ich mag runde Levels lieber als eintönige, langweilige Strip-Levels. Okay, wir müssen die Alflame suchen. Die ist hier in einer Höhle. Aber da gehen wir dann später rein. Zuerst wollen wir hier mal ein paar Gegner besiegen. Oh, macht das Damage jetzt. Sehr schön. Was ich stattdessen machen könnte, ist einen Reiterus Fire Marauder oder sonst irgendwas. Aber ja, der ist schon fast OP, den mag ich nicht so. Mal schauen. Aber ich denke, Mitch können wir genug Items finden. Da muss ich da gar keinen zweiten Ding da. Das spiele ich lieber momentan ein bisschen mehr. Diablo 3. Dort macht es mehr Sinn, Items zu suchen mit anderen Charakteren. Hier ist es so, man findet für jeden Charaktere die gleichen Items. Und dann bringt es nicht so viel, wenn wir einen Charakter machen. Oh, jetzt ist der Ding weg. So, komm schon. Ja. Epic Monster und Rare Monster zusammen. Also Rare Monster und Champion zusammen ist nicht so gut. Hier hat es auch wieder. Und da müssen wir bald mal auf MF gehen. Wir so viele antreffen hier. So, Dele. Dann gehen wir in die Höhle. Hallo? Weg damit. Ja, sicher. Jetzt. Na du. Lade bitte. Easy. Ja, jetzt wird er getroffen. Er war irgendwie außerhalb. Nicht richtig zu sehen. Wegen einem Desync. Ich hab doch keine Chance. Geht mir aus dem Weg. Und boom. Ja, Flickstrike ist auch extrem mächtig, aber ist nicht so mein Speedstyle-Stil. Bekommt man fast Augenschatten durch den Wessel immer wieder. So. Ach, geh weg. Okay, schon zu Ende.
So, wieder nach oben. Ja. So, jetzt noch Krieg mit dem. Oh, er wird böse. So. Und jetzt 17 bis 26. Mit der Fire-Ding hätte ich schon viel mehr Damage. Aber da habe ich auch den Stab, den Feuerstab. Schauen wir mal. Zuerst Quest Reward. So. Schrott. Naja, brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. So. Na? Ja, jetzt Cold Damage. ja, da gehen wir hier oben durch weiter. Arcane Vision brauchen wir nicht. Keine neuen Items. Da können wir ein bisschen Cast Speed wegnehmen. Oder nein, warten wir, bis wir Ding Mervil getötet haben. Der Imboss vom ersten Akt. Ja, ist natürlich stärker. Wir müssen so bald wie möglich ein bisschen Crit holen. Da können wir richtig viel Damage raushauen. Ja, leider hat es nicht gerade. Verbesserungs-Items. Müssen wir noch ein bisschen aushalten, bis wir einen guten Support-Game haben. So, jetzt können wir ein bisschen boosten. Schneller werden. Hoppala. Ah, jetzt gibt's hier noch Gegner. Ja. Was wusste ich. Irgendwie ist da ein bisschen... Ah, deswegen mit dem Wasser. Sah so komisch aus. Hier ist es natürlich wieder richtig dick. Ja, jetzt können wir ein bisschen Incarnate benutzen. Aber es ist ja natürlich nicht so stark ohne gute Feuer-Items. Ja, geht so. Eigentlich noch relativ stark. Aber wir benutzen Eisnova und Glaciale Kaskade. So. Dieser Slow-Effekt, der nervt. Aber hatte schon schlimmere Zeiten, als ich ihn irgendwo in einem Wahl-Type war. Da gab es die ganz viel. Und ja, ich war eigentlich die ganze Zeit geslowt. Und wir finden die Geister-Orbs. Orbs of Regret und Orb of Change. Der Orb of Regret, da kann man dann die Zurücknehmpunkte stacken. Damit wir dann umskillen können. Und das gibt's ohne Item Shop. Hört ihr, Gamigo? Ohne Item Shop kann man umskillen. Stellt euch das mal vor. Dieser Luxus, die man in Path of Exile hat. Das lockt Spieler an und nicht direkt nur. Oh je.
So, wie viel haben wir? 30 bis 46. Easy. Ich weiß jetzt gar nicht, was für die Frostnova am besten für ein Support-Game ist. Also Increased Effect oder Concentrated Effect wäre natürlich am besten. Oder vielleicht Added House Damage, wenn ich es habe. Mal schauen. Und wenn beides nicht so viel Damage macht, können wir auch auf Ding umskillen. Auf wie heißt das jetzt? Da. Freezing Pulse, ja. Stimmt. Also da muss man gar nicht mal so viel umskillen. Einfach, da braucht man, ist wichtiger, faster Castrat als Damage. Oh, hier ist noch ein Schrein. Okay, coole Gegner hier. Nicht so schwere. Und jetzt können wir ein bisschen spammen. Aber dort ist nichts. Also gehen wir hier entlang. Spammen wir nochmals. Aha, macht das Damage. Das ist so geil. Der Charakter wird geil mit dem Glacial-Kaskade. So ein richtiger Damage-Skill für Colt hat wirklich gefehlt. Es wurde ja erst kürzlich Feuer gebufft und Blitz gebufft und jetzt müsste mal Eis dran kommen mit den anderen Fähigkeiten. Nicht nur Glacial-Kaskade stark machen. Ihr habt doch kein... Oh, noch ein Fusing Orb. Sehr schön. Lass mich in Ruhe. Das ist doch keine Chance. Und ein Orb of Change. Oder Change. So. Und Doppelstrike. Habe ich auch schon ein paar Mal. Kann ich ja nicht da lassen. Naja, lassen wir da. So. Und sonst nichts Gescheites. Solche, ja, diese Gebiete wurden jetzt auch ein bisschen gefixt, also nicht mehr so stark am Anfang und nicht mehr fast unmöglich am Schluss. Also sind jetzt leichte, also sie sind nicht mehr so extrem abhängig vom Boni. Also manche Boni waren so extrem OP. Da gibt es zwei von den Rares. Oh je. Sehr schön, wir finden extrem viele Gems. Und jetzt haben wir Head of Ice, sehr wichtig. Plus 18 erhöhter Cold Damage, 33 bis 49 Damage. Schön. Was ist das eigentlich? Für was braucht man denn? Jetzt ist es weg. Das ist nur ein normaler Angriff gewesen. Also Symbol dafür. Vielleicht ist es vom Schreineffekt oder so. Weil ich das also, einfach, wir machen noch ein bisschen mehr Damage. Weil der Effektradius ist ja vom Feuerball, vom Feuersturm nicht so hoch gewesen. Vielleicht macht es halt damit noch ein bisschen Feuerdamage. So.
Und nochmal sein Chromi. Sehr schön. Die sind irgendwie empfindlich gegen Cold Damage, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Das ist gut. So. Was ist denn hier los? Stau. Die haben null null Chance, sobald sie eingefroren sind, kann sie eigentlich fast nichts mehr anrichten. Also, nur ein bisschen gefroren, also, wie sagt man dem? Einfach cold. Erkältet. wenn sie schockgefroren sind, dann können sie natürlich gar nichts mehr machen. Und ich glaube, Crits machen erhöhen die Chance schon extrem, dass sie festgefroren werden. Das hört sich gut an. Sehr safe, der Bild. Ich habe ein Video gesehen von der Glacial Witch im Endgame und ich finde, der Killspeed ist trotz des kleinen, also seitlichen Schadens Output, also ja, weil es ja nur gerade eine Linie macht, extrem schnell. Also man trifft eigentlich mehr Gegner als man denkt, also als man sieht. Die ist auch leicht. Sehr schön. So. Hier erscheinen die Gegner eher so aus dem Nichts. Und aber macht das Gebiet nicht schwerer. Das Problem ist meistens eher die Roten, die explodieren bei Single Target Charakter am Anfang eher und machen natürlich dann viel Damage. Aber mit so einer Cold Witch fällt man sie ein und sie können nichts mehr machen. So, der erste Boss ist jetzt hier. Ding ist ready. Dann besiegen wir die mal. Eventuell mit Incarnate. Oh, viel Damage machen. Ja, mit Incarnate machen wir schon am meisten Damage. Aber es frisst natürlich auch Mana. Und wir haben immer noch nicht gute Tränke mitgenommen. Das ist eigentlich relativ egal, weil wir machen genug Damage. Und sind schnell genug zu töten. So, das war der erste Akt-Boss. Viel zu leicht, also da ist Dominius um einiges viel stärker dann, wenn wir soweit sind. Oh je, der nervt richtig, da müssen wir Bluting Potions mitnehmen. Damit wir nicht erbluten, so wie bei DayZ, oh je Gott. Ich habe ein bisschen weiter gespielt, DayZ, und die Zombies greifen immer noch aus 200 Meter an und hören dich dann durchgehend, egal wie leise du bist. Die super Zombies. Rise Zombie brauchen wir für den Müll. Der gibt's ganz am Anfang mit einer Witch. Bringt's überhaupt nicht, den mitzunehmen ohne Quantity. Mit Quantity natürlich. Da habe ich schon einen, aber der ist nicht so stark. Da glaube ich 8% oder so. Wir brauchen 20.
Ah, jetzt habe ich da noch das gelesen über die File Games, File, ja, Corrupted Games, genau. Wenn man so ein Corrupted Game einflößt, das ist ein File Ding, so Ding, damit er corrupted, und corrupted heißt, entweder kann er ein oder mehrere Level mehr bekommen, er verliert an Schaden, oder er bekommt ein Level minus. Das ist so eine Art Glücksspiel.